heute. Wir sind seit circa 3,5 Stunden am Wasser. Genau. Und sind jetzt nochmal kurz zu René fahren, nochmal kurz einen Tee trinken, dann jetzt weiter. Sehe ich auch so. Also Boot haben wir kurz angeleint. Da sollte ihn ja drauf aufpassen mit dem ganzen Angelzeug und mal gucken, ob der noch da ist, wenn wir wiederkommen. Alles klärchen. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg am PC. Drehen heute quasi eine kleine Runde. Mal wieder ein bisschen spät, aber gut. Ist in Ordnung. Ich meine, wir haben es jetzt um 7. Ist alles noch im Rahmen. Bis auf das heute 32 Grad werden, aber ansonsten. Und dann gucken wir mal. Machen wir ein bisschen Allround-Angeln, oder? Ja, wir machen Allround eigentlich. Aber wir fangen erstmal mit ein bisschen Gummifisch und Co. an und dann später vielleicht ein bisschen mit Köfi und Windpose, ein bisschen Zuppeln, ein bisschen Action mit drin und zum Abend hin wahrscheinlich dann Köfi, Wurm, Ansitzangeln vom, mal gucken, irgendwie so. Entweder wir setzen uns irgendwo in eine Bucht mit dem Boot oder fahren an Land und machen von da, je nachdem. Dann schauen wir mal. Ja, nachdem Eggy endlich fertig geworden ist, haben wir endlich geschafft, um 7:45 auf dem Weg zu sein. Über eine Stunde warte ich auf ihn, ja? Genau. Erst um 3 Uhr aufstehen wollen und dann nicht mal eine Stunde lang brauchen, um aufzustehen. Mal, mein Telefon hat einen Lügendetektor. Ich kenne keinen Mann, der so lange braucht, um aufzustehen, ey. Mein Telefon hat einen Lügendetektor. Immer wenn Engi anfängt zu reden, wird das Bild unscharf. Das ist ja merkwürdig. Was ist das für eine Scheiße? Die zweite, Eggy wollte sich nochmal rechtfertigen, warum er erst um 7:45 loskam. Weil ich über eine Stunde auf René gewartet habe. Genau. 6:30 habe ich dir geschrieben. Ist ja schön, dass du mir geschrieben hast, weil mein Telefon noch lautlos ist, bringt das gar nichts. Du hast ja geantwortet, bist du nicht aus dem Tee gekommen. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zum Wasser. Das ist doch schon mal was. Wir werden uns jetzt gleich eine schöne Stelle raussuchen. Und hoffen, dass wir da den Boot super zum Wasser lassen können, dass der Badestrand noch nicht überflutet ist, bevor wir da angekommen sind. Von Bademütigen bei dem 32 Grad warmen Wetter heute. Der geht total beschissen, hat da zu angeln. Warum wir so doof sind, geht auch nicht. Ja, ja. Egal. Wir können halt nicht anders. Jetzt ist erstmal schnell noch an der Tankstelle. Wir sind mit für ein bisschen was für den Sprit holen, für den Motor holen. Ich merke, dass ich noch nicht richtig wach bin. Und oh, überschreitet die höchste Geschwindigkeit. Im Gegensatz zu dir. Das passiert bei ihm aber nur im Auto, ansonsten ist es aber ganz low. Wenn wir ein bisschen was von unserem schönen Dorf sehen. Im Europarat sind genauso wie mit Dieselfahrverbot. Wenn die das verbieten, fahren wir einfach weiter. Nochmal jetzt. Wir haben jetzt schon 2 Mückenstiche auf dem Daumen. Wir sind seit 2 Minuten losgefahren. Vielleicht seit 5. Jetzt guckt er gleich wieder auf die Uhr. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wenn ich den ganzen Tag mit dem durchmache. Verstehst du? Irgendwie ist grün übrigens. Das kann dann werden, sag ich euch. Wir sind wahrscheinlich heute Nachmittag um 16 Uhr wieder zu Hause. Wolltest du so lange machen? Eigentlich wollte ich nur mal das Boot aufpusten, zum Wasser schleppen, aufpusten und dann nass machen, wieder zusammenlegen, sauber machen und wieder nach Hause fahren. Nö, also eine Runde drehen wollte ich schon. Den Motor haben wir ja im Trockenen getestet, also den brauchen wir nicht nochmal einlegen. Die Arbeit sparen wir uns. Nö, du kannst ja paddeln. Deswegen bist du doch mit dir gekommen, oder nicht? Wegen Paddeln? Na ja. Um dir eine zu paddeln. Ja. Dafür sind die genau die richtige Länge, aber. Nee. Zu kleine Schaufel. Jetzt werden wir mal sehen, ob die zu klein ist. Oh, geiles Auto. Ja. Kettering, Fremdwerbung. So, jetzt sind wir erstmal auf dem Weg. Auf dem Weg zum PC. Schön auf der Autobahn, aber 10 Minuten sind wir da. Wie heißt eigentlich unser Angelteam? Unser Angelteam? Unser Angelteam, haben wir uns darüber schon Gedanken gemacht?
Caterpillar. Was ist mit dem Caterpillar? Caterpillar. Nein, Quatsch. Ey, wenn euch ein cooler Name einfällt, könnt ihr ja jetzt mal in die Kommentare schreiben. Wollte ich schon immer mal sagen. Wollte ich schon immer mal sagen, ja. Schickt uns eine WhatsApp. Schreibt das jetzt in die Kommentare. Vorbei. Zu spät. Hättet aber gewinnen können. Eine Nacht mit Engi. Oh. Ja, das hätte sich gelohnt, das mitzumachen. Einmal hat es das nie wieder erlebt. Uiuiui, ist auch kein Blitzer. Ist kein Blitzer. Kannst du durchrauchen. Außerdem war hier frei gegeben. Nee, jetzt eben gerade war 120. Echt, ja? Ja. Weil fehlender Standstreifen angeblich. Ich sehe schon, wie der fehlt. Ja. Wartet mal, Leute. Da fehlt doch glatt der Standstreifen. Jetzt fehlt er. Jetzt wird es eine Parkplatzausfahrt. Oh, hier sind wir da. Ja, ja, auch schade, wenn man das in einer neuen Autobahn schneller als 120 fahren dürfte. Naja, verrückt. Mein Kumpel hier, Projektleiter für die ganze Woche, für die Baustelle. Ja, für die neue Autobahn. Warte mal, was der Schiff wieder auf ist. Ich glaube, wir müssen Erkner runter, oder? Ja. Sagt der Navi. Sehr schön. Wir müssen bei Piep runter. Das stimmt, das ist nicht der PC, das ist der Piepsee. Was steht da, das ist der PC da, ne? Ja. Ich hoffe, wir kriegen die Boote da ordentlich, also das Boot ordentlich ins Wasser und der Strand ganz, ganz enge Ausfahrt. Hätte ich dir auch früher sagen können. Hättest du, aber wenn du genauso lange brauchst, ich würde aufstehen, dann bin ich ja schon 3 Kilometer weiter, bevor du zu fahren. Auf Ausfahrt 6 Erkner nach Nordwesten Richtung Fangschleusenstraße starten. Aber schicke Brille hast du. Ja, danke. Dann waren wir gestern nämlich noch einkaufen und habe ich bei Kaufland meine Brille verloren. Der Kollege guckt auch noch zu, wie so ein kleiner Kitty da schön eine Sonnenbrille über die Straße kickt. Und wundere mich da so, warum schmeißt er jetzt eine Brille auf den Boden, das Kind, und tritt die durch die Gegend? Sagt der Vater da nichts? Naja, hab mir nicht weiter dabei gedacht und später sagt er, hat seine Sonnenbrille verloren. Ich dachte mir so, anstatt auszusteigen, sich das Gehör zu nehmen, ja, das meine Brille ist auch nicht. Jemand nie zu legen. Richtig, ihm ein paar reinzuzimmern und zu sagen, hey, Kollege, wisst ihr, wie lange die Leute dafür arbeiten mussten? So was macht man nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Richtig. Die gute Frau sagte gerade, nach 300 Metern befindet sich unser Ziel auf der linken Seite. Hier, also der Badestand. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Scheiße, das sieht ja alles gut aus. Erstmal weiterfahren oder? Nee, ne? Ja, dann müssen wir erstmal eine neue Stelle suchen, wenn wir hier weiterfahren wollen. Wo war denn die zweite Stelle, um die du erwähnt hattest? So, also erstmal. Ich kann keinen empfehlen, an den PC zu fahren, weil hier hast du keine Stellen, wo du rankommst. Wir müssen jetzt hier mal schnell so ein bisschen inoffiziellerweise schnell mal unser Boot zu Wasser lassen und dann werden wir uns wohl ein anderes Plätzchen suchen müssen, wo wir heute Nacht dann campieren können. Müssen wir mal schauen. Alles, was auf Google Maps zu sehen war, sind irgendwie Privatgrundstücke. So, und dann einfach mal kurz zu zeigen. Das Auto sieht aus, als wenn wir mit einer ganzen Campingtruppe wegfahren, mit einer Klassenfahrt hier. Jetzt seht schon, aber der Rest steht da. So, nach langem kräftezerrenden und aufreibenden Auspacken und Boot aufbauen und alles, ist ja für uns auch das erste Mal. Muss man ja so sagen, das Schlauchboot ist neu, hat noch keiner so einen Betrieb gehabt. Ich meine, dafür waren wir jetzt mit halbe Stunde, 35 Minuten eigentlich ganz gut, habe ich das Gefühl. Ja, dann werden wir jetzt gleich den Motor einhängen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier eine Runde starten. Was klatscht denn hier so? Ich hoffe, der Herr Baugatz kommt auch gleich wieder.
dass er mir dann behilflich sein kann. Und dann geht's los. So, endlich auf dem Wasser angekommen. Jetzt können wir auch mal die ersten Würfe machen. Das erste Bierchen ist geköpft. Stößchen. Eggy, zeig mal nicht nur deinen schicken Rücken, auch ein schicker Rücken kann entzücken, aber... Nur Eggys Rücken kann entzücken. Ja. Und was hältst du von hier? Ja, wir müssen uns erstmal so ein bisschen eingruben und mal Wellen abwischen und so weiter. Aber wir sind am Wasser, wir haben die Angel drin, wir haben alles beladen, wir haben alles vorbereitet. Der Angeltag kann starten, kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Das Boot sieht übrigens gut aus. Wir haben wirklich nur noch Platz zum Sitzen und zum Werfen. Aber optimal ausgenutzt. Ja. So muss das sein. Motor läuft, alles schicki. Bist du am Start? Ja. Das erste PC-Monster gefangen, ein kapitaler Barsch. Aber wenigstens Fisch, schon mal entschneidert. Läuft. Auf schöner Wurm, sind geschmissen, zack, pump, im Maul, konnte ich ihn schon wieder rausholen. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe in die beschissene Stelle geschmissen, wollte wieder reinholen und zack, war der Fisch dran. So. Na endlich, halbe Stunde getuttert, jetzt hat er wenigstens seinen Fisch, jetzt wird er vielleicht mal ein bisschen ruhiger. So, Eggy hat jetzt auch seinen zweiten Fisch gefangen. Yeah, haben wir uns beide schon mal entschneidert. Geile Nummer, Curvy Champion. Ja, man muss bloß umstellen. Oh ja, haben wir doch schon mal. Warum ist da nur einer drin? Weil du den anderen eben vorbeigeschmissen hast, oder was? Nee, den halt gerade reingeschmissen. Ja, so schön kann das Leben sein. Eggy, oder? Schön auf dem Boot, am Wasser, in der Sonne. Kann man nichts zu sagen, ne? Ein Traum. Das ist das einzige Blöde. Wir brauchen ein breiteres Boot, damit wir nebeneinander sitzen können. So, jetzt sieht man uns beide. So ist gut. Oder ein zweites Boot nebeneinander zusammenspielen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, ballern hier alle ganz schön über den See. Ich weiß nicht, jetzt ballert gerade keiner rüber, aber hier war gerade eben so ein richtiger Freak. Der dachte, er muss mal hier mit 50, 60 rüberballern. Der wäre bald abgehoben. Ansonsten, der Kescher ist voll. Fisch ist hier noch da, also hier noch Köderfisch. Den werden wir uns jetzt mal noch eine schöne Stelle suchen und dann setzen wir uns da auf Hecht, wa? Eggy, probieren wir mal. Also, auf Raubfisch. So, ich würde hier nicht nur auf Hecht eingehen. Ich nehme auch einen Wels. Oder, ja, alles dazu kommt. Meinetwegen Aal, ein großer Flussbarsch. Ja, würde ich sagen. Gut, meine Pose ist gerade. 8 Gramm Pose. Ja, hier gerade so ein Mikrobarsch gebissen. Nicht größer als so. Und wir haben hier ein Mindestmaß von 15 cm, deswegen haben wir den natürlich sofort wieder zurückgesetzt, so wie sich das gehört. Und wenn das ein geiler Köderfisch gewesen wäre. Aber gut. Naja, dann angeln wir jetzt hier erstmal noch eine Runde. Ich werde noch eine rauchen und dann suchen wir uns eine neue Stelle. So, jetzt fangen wir die ganze Sache nochmal von vorne an, weil ich habe gerade ein paar Fotos gemacht, wollte mal ein Video machen und da war der Ton etwas schlecht. Wir sind gerade hier auch von Badefoto Sonnenschein rein, weil die uns echt ein bisschen so anstrengend waren. Das soll ja nicht mit. Eigentlich badenden Senioren mit Schwimmnudeln angeln. So, jetzt kommen wir gerade ein bisschen über den See, gucken wir da eine neue schöne Stelle. Gucken wir, ob wir da nochmal vielleicht eine Runde Mittag machen. Oder vielleicht nochmal Hillrost auspacken oder mal Fleisch vernichten. Aber es ist auf alle Fälle ein schöner Tag. Wetter ist sehr geil. Eine Wolke, dass man sie mal wieder erholen kann. Da hinten ist die Schulung raus, oder? Folgt doch mal deinem Gefühl, Bootsmann. Wissen wir nicht, fahren wir da mal ran, gucken wir mal, wa? Oder wollen wir an die zwei Bäume, da ist jetzt gerade frei. Ah, na ja, wohl. Was dir dein Gefühl sagt, war frei. So, jetzt sitzen wir hier. Ich weiß nicht, ob man sieht, da hinten hat Eggy seine Köderfischroute. Da ist meine Köderfischroute und da irgendwo liegt meine Grundroute auf Wurm, genau hinter meinem Kopf.
Weil ich weiß gerade nicht, wie ich das filmen soll. Ja. Bis jetzt auf jeden Fall ein schöner Tag. Bisschen weniger Motorboote könnten sein, dann wäre das hier perfekt. Und einen zweiten Anker bräuchten wir, damit wir uns nicht immer im Kreis drehen. Aber den organisieren wir uns noch. Genau. No. Und wenn wir ihn von einem anderen Boot klauen oder die Kühlbox versenken. Eggy, dreh doch mal um zu uns. Du vermittelst das Gefühl, du möchtest nicht mit uns sprechen. Richtig. Nee, alles gut. Ich habe mir nur gerade überlegt, wie ich da zu meinem Bildchen komme. Zu dem da hinten? Warte mal. Zu dem da, ja? Mhm. Jo, ich würde sagen, da kannst du dein Haus dann erstmal nach hinten stellen und anfangen dafür zu sparen. Ja, Umlager nennt man soweit. Und dann Tschüssikowski. Bin ich weg. Also ist nichts mehr mit Postadresse. Jetzt gibt's erstmal lecker Mittagchen hier. Ja, keine Werbung machen, warte. Ja, komm. Jetzt ist eh zu spät. Der dicke Bauch wieder drauf, Junge. Was gibt's denn hier feines? Kartoffelbrei mit Fleischbällchen und Petersilie oder Kräutern. Was hat der Kollege? Eine schnelle Mahlzeit. Spaghetti, Käse, Sahnesoße. Ja. Oh, was feines. Hast du noch eine Wettbewerbsen? Nee. Was bleibt denn noch? Was für Wasser da nochmal heiß? Na, wir Deppen haben unser Besteck vergessen. Jetzt müssen wir hier uns einen Löffel teilen. Aber immerhin haben wir ihn. Genau. Und wir sind ja dann hier so, sind ja Angler. Geil! Sind wir auf dem Möllensee, wa? Möllensee heißt er. Möllensee, ja. Natürlich auch alles voll mit Boden. Da müssen wir später weitermachen. Sieht sehr flach aus, aber die Ufer sind alle richtig schön mit gehölzt, versetzt, verrottet, perfekt, schön. Ah, so sieht es hier aus, Leute. Überall, wo man anhalten könnte, liegen Boote. Boote, über Boote. Wir haben uns heute aber auch wieder den besten Tag ausgesucht. Wir haben gerade eben ein Plakat hängen sehen. Heute ist hier Bootskorso. Deswegen sind wahrscheinlich, werden wahrscheinlich sonst auch so viele sein, aber vielleicht sind heute noch ein, zwei mehr da, deswegen. Ja, jetzt sitzen wir hier, sind gerade mal ein bisschen auf Landgang. Und haben hier unsere Köderfischrouten mal kurz ausgebracht, auch gleich nach 2 Minuten den ersten Biss. Allerdings ein ganz zaghafter, gleich wieder losgelassen. Gucken wir mal, was passiert. Ja, schönes Stellchen, also haben sich die Leute hier gut vorbereitet. Hier steht ein Tisch. Warte mal, da sitzt der dicke Eggy davor, deswegen sieht man den nicht. Eine Bank, da hinten ist eine schöne Feuerstelle. 2 Rutenhalter haben wir gefunden und hier klappert einer mit Bierflaschen. Welche? Ja. Jedem das seine. Jo. Kurz von der Sonne ein bisschen erholen. Ist heute 32 Grad, haben wir uns echt das beste Wetter ausgesucht. Ja, ich meine, an und für sich ist es geil zum Angeln. Naja, aber ich sag mal so, wir hatten zwischendurch 1-2 Wolken, wo man ein bisschen Schatten kurz tanken konnte. Dafür hatten wir aber auch keinen Regen und auch nicht zu krass, also ich fand es eigentlich ganz gut. Zum Angeln natürlich nicht ideal, aber ja, die Fische sind ein bisschen zaghaft. Aber ansonsten ist auf jeden Fall geil. Geil wie Sau. Ja.
Das Boot läuft, der Motor tut's. Wir müssen nicht paddeln, also sind alle chicky. Sprit reicht. Ja, mit dem Sprit können wir bis zur Ostsee fahren, so wenig wie der verbraucht. Wir müssen ja wegen dir immer so oft anhalten. Hä? Hey? Wieso? Achso, weil ich auch mal angeln will, stimmt. Hm. Na los, René, hol raus und dann. Oh, hol raus! Und dann fahren wir mal weiter. Zeig dir mal deine Montage hier. Erzähl doch mal, was hast du denn gemacht? Ja, was habe ich gemacht? Aber nicht vor dem schwarzen T-Shirt. Halt mal ein bisschen daneben. So eine schöne Standardmontage halt. Hier sind die Stopper, weil hier so viel Kraut ist, dass er oberflächlich schwimmt. Aber kann ich natürlich nach oben verstellen. Hier eine kleine Durchlaufpose. Darunter schön eine 10 Gramm Bleimurmel, eine Bleiperle. Eine kleine Stopperperle, damit der Knoten geschützt ist. Ein Wirbel, Stahlvorfach. Und dann hier Drilling an dem Köderfisch, den ich jetzt mittlerweile mal austauschen muss. Also der ist auch wirklich schon. Und dann halt noch ein kleiner Angstdrilling an einem Fluorocarbon. Müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber bei der Köderfischgröße, denke ich, ist das nicht schlecht. Ja. So. Ja, also einfach ganz simple Standardmontage, denke ich, wie sie jeder Köderfischangler beherrschen sollte. Und da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Wichtig vielleicht noch zu sagen, dass man den Köderfisch hier kurz vor der Rückenflosse einhackt, damit er schön gerade hängt, wenn er nach unten hängt. Dann, dass man nicht mit Lebendköder angeln darf, sondern deswegen den Köder vorher einmal tot macht. Ganz richtig, deswegen sieht der auch schon so aus, wie er aussieht. Der bammelt schon den ganzen Tag im Wasser. Ist schon wieder raus aus seiner Leichenstarre. Der hing auch schon eine Stunde in der Sonne, da war der war schon fast ein Stockfisch. Ja, und den werde ich jetzt einfach mal reinschmeißen. Bam, 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 bam. Da hat es gerade schön geraubt. Tja. Ja, die Stelle ist geil, wenn hier nicht so viel Kraut wäre. Das ist halt das Schlimme. Selbst wenn du was dran hast, du kriegst ihn wahrscheinlich nicht mal raus, wegen dem vielen Kraut hier. Ja, ich habe auch schon ein paar Kilo rausgeholt. Ja. Schön Krautwiese sauber gemacht. Na gut. Weiter jetzt, nächste Stelle. So sieht das aus, wenn du mit Eggy angeln fährst. Das ganze Boot voll. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Video so rüberkommt, aber. So, liebe Freunde und Verwandten, wir dachten uns, jetzt reicht es mal mit dem ganzen Rumgereise und jetzt geht's auf eine Stelle, die wir uns ausgesucht haben, wo wir den restlichen Abend verbringen werden und ein bisschen Ansetzangeln machen auf Hecht, Aal und der Region. Wir sind jetzt auf dem Möllensee. Dementsprechend Hecht, Aal und Schlei. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und so sieht es aus, wenn man mit Eggy angelt. Guckt euch das Boot an. Gerade noch Platz zum Sitzen. Ich bin froh, dass ich mir hinterher schwimmen muss. Erzählt ihr mal, was ihr mal alles dabei haben muss, ne? Ich stelle fest, René hat viel zu viel eingepackt. Mir persönlich. Jetzt sind alle seine Schnuller. Hätte er Bier und eine Angel erreicht. Aber er wollte ja wieder, komm, nee, ich brauche mehr, ich brauche Luxus. Und das haben wir nun davon, deswegen muss er da am Motor sitzen und darf sich nicht mehr bewegen. Sag mal stopp, sag mal stopp. Oh, oh, oh. Schneiden wir raus. Aber zieht euch mal seine Knie an, zieht mal Hose hoch. Was? Hose hoch. Andere Seite. Ja, richtige Bootsfreunde. Und jetzt Käppi ab. Ja.
So, Freunde der Nacht. Jetzt hat die Nachtangel-Session angefangen, würde ich sagen. Eggie geht gleich wieder aus dem Bild. Ich dachte, du kommst. Du hast gesagt, ich soll weggehen. Nee, der Arsch ist am Weg. Ich habe gesagt, man zieht nur deinen Hintern und deinen Rücken. Das ist ganz einfach. Dann quatschen wir einfach mal kurz. Da wollen wir noch 10 Minuten stehen. Ja. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben jetzt zwei Grundpfoten draußen auf Abstecker, gehen auf Aal, gehen nur mit Aalspray, aber ohne, damit man nicht rein kann. Das stinkt wie die Hölle, ich sag. Und zwei Bodenangeln, seine treibt andauernd, weil bevor er bleibt ist, legt man meine rein, muss wieder ausfahren. Dann heißt es wieder, er muss andauernd reinholen, das ist seine Pose, die Auto stattfindet. Ich war halb baden, so mit dem Fuß, jetzt einen nassen Fuß für die Nacht, ist auch schön, und dann Abend. So, ansonsten, gleich kommt mit dem Licht ran und dann geht es los. Und ein paar Kürbisangeln noch. Fertig machen. Das ist mir beim Angeln jetzt schon ziemlich häufig aufgefallen, dass ich mir immer dann eine Zigarette mache, wenn du viel Stress hast. Um eine zu rauchen und dann einfach nicht dazu komme, die zu rauchen, sondern dass ich dann wieder an der Route gehe und ditte mache und danach ist die Zigarette verpufft und ich fange wieder an, mir eine von vorne zu drehen. Deswegen versuche ich jetzt immer, wenn ich mir eine gedreht habe, mir auch zu sagen, sitzen bleiben, entspannt sein. Schont die Umwelt, rote Beete. Prost. Schöne letzte Woche. Ja. Alle gut. Kein Problem. Grüßchen. Stößchen. Nee, nur alleine saufen macht besoffen, wa? Stößchen. Ist ja besser. Ja, also an und für sich eine schöne Stelle, wenn hier nicht so viele Boote liegen würden. Ne? Kann halt nicht alles haben. Das ist nun mal so im Leben, ne? Oh ja, wir haben ja schon ziemlich viel, das muss man ja mal sagen. Ja, also, ich wollte mich ja jetzt nicht beschweren, so nee, war das jetzt nicht gemeint. Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass wir das glücklich schätzen können. Weil wir beide süße Frauen haben, meinst du? Ja, na sicher, das habe ich gemeint. Na, dann ist da alles schön. Nimmst du mir meine Idee, nimmt er mir weg. Ja, Eggy hat, hätte ich gerade erzählt, Eggy war gestern Abend der Meinung, wir müssten euch beide mal im Video erwähnen. Da sagte ich, wir sind mit dir, wir wollen ein Angelvideo machen, kein My E-Darling. Hi E-Darling. Was weiß ich, wie das heißt, ich kenne mich da nicht aus, ich bin seit 18 Jahren mit der gleichen Frau zusammen, also... Brauche ich mich mit sowas nicht beschäftigen. Dann hast du doch dein E-Darling. Genau, ich habe My Darling, habe ich. My Darling. Und du hast dein Darling. Ich habe auch mein Darling. Denkst du noch? Ja, achso, okay. Hi, hi Darling. Und der kann aber schön schauspielern. Findest du noch? Ah ja, hi. Naja, mal gucken, was wir davon verwenden können für das Video. Nein, das ist aber vorsichtig geworden. Eggy zeckt hier einen Köderfisch nach dem anderen. Also bis eben lief es noch richtig gut. Bis du die Kamera angemacht hast. Das ist immer so. Du, die einzige Male, wo ich was gefangen habe, ist da, wo ich gesagt habe, ach scheiß drauf, wir filmen das heute nicht. Immer wenn ich losfahre und ein Video machen will, fange ich nichts. Also jedenfalls nichts erwähnenswertes. Naja, komm mal, den Wels hast du ja gesehen, der war doch schön, oder? Oder der andere letztens, der, wo wir nicht wissen, was das ist, wo ich sage, war eine Braxe? Keine Brasse, eine Braxe? Braxe geschrieben, heißt aber Brasse, oder? Nee, es gibt Brassen und es gibt Braxen.
Sie unterscheiden sich in der Farbe, deswegen vermute ich, dass es eine Brachse ist, weil ansonsten passt die Körperform und alles. Sieht halt nur nicht aus wie normaler Schlei oder wie normaler Blei. Eggy ist schon wieder total anti. Guck mal hier, schöner Bootskorso. Das war das, was ich vorhin erzählt habe. Erstmal 3-4 große Passagierdampfer und jetzt ziehen alle mit ihren kleinen Motorboote hinterher. Ist auch mal schön. Vielleicht nicht unbedingt, wenn man in Ruhe angeln will, aber ist auf jeden Fall was Cooles. Müssten wir eigentlich mal kurz ins Schlauchboot steigen und Oma eine Runde mitdrehen. Alle in Partylaune. Also, vielleicht sieht ja ganz gut aus, würde ich sagen. Der Grill ist auch cool, oder? Naja, so macht man das. Klassisch improvisiert. Ich wollte es nicht glauben, aber auch Schnecken mögen Starra Silvisia. Nee, auch Schnecken mögen Bier, wa? Das sieht jedenfalls so aus. Die kriegt da erstmal schön rein in die Bierflasche. Kommt ein bisschen eklig, wenn du gerade so ansetzen willst. Naja, soll sie sich schmecken lassen. Es ist jetzt gerade 6 Uhr. Die Sonne ist von einer Stunde ungefähr aufgegangen. Aber hier ist nichts los. Ne? Hier beißt nichts. Köderfischrute draußen, Köderfischrute draußen, Grundköderfischrute draußen, Grundbogenrute draußen. Ich habe heute Nacht ein paar Bisse, ein paar Anfasser, aber nichts, was hängen bleiben würde. Ne? Und jedes Mal, wenn du die verkackte Angel einholst, hast du da Kraut dran. Also, wir haben so richtig Krautfeinling betrieben. Ja, naja, werden wir mal gucken, was der Tag heute noch so bringt. Erstmal hier das Camp auflösen, das Zeug zurück zum Auto fahren und dann auf eine Runde Spinnangeln gehen. Na denn, schauen wir mal. Was ist denn hier los, Herr Bogartz? So sieht ein Zelt aus, wo er. Ja, Harre sagt, es ist 220x214, ne? Pass ich nicht mal schräg drin. Sehr froh, dass du überhaupt ein Zelt hast. Wenn er keinen Kaffee macht, kann ich nicht aufstehen. Oh, und pipi, pipi, pipi. Nee, Mimi, nicht Pipi. Doch, Pipi auch. Pipi in der Augenbrücke, ja. Schlafsack hier, der ist kalt, so weil der ja Zeit rummeckert hat, hier tut er kann. Ja, ja, so ist es. Wer hier die ganze Zeit am Jammern und am Tuttern ist, ey. Das ist so ein richtiger, weißt du, das ist so ein richtiger Mann. Ich brauch meinen Schlafsack, ich brauch meine Matratze, ich brauch ein Zelt, ich brauch meine Privatsphäre. Ja, mein Private Room, wie der gestern Abend gesagt hat. Ich brauch meinen Schminkspiegel. Entschuldige, dass ich in meinem Zelt drin gelegen habe. Mit Schuhen. Ja, und? Zieh mir doch nicht die Schuhe aus, wir sind im Wald, Alter.
Leute, so sieht es aus. 1,5 Stunden geschlafen, 6 Stunden geschlafen. Ich bin gut drauf. Ich hoffe, der Kollege auch. Nimm mal den Kaffee, Kaffee kriege. Jammer, jammer, jammer. Pass mal auf, gleich kommen die Leute vom Boot und verjacken dich, weil du so viel am Jammern bist, Alter. Die wollen nämlich unabhängen. Oh, so sieht bei uns das Frühstück aus. Löslicher Kaffee, paar kalte Berner Würstchen. Die Bier da hinten blenden wir jetzt mal aus. Ja. Das ist unser Frühstück. Vielleicht noch ein Klapptoast und dann wartet er. Was machst du da, Eggy? Ja, so, ja. Aber da wirst du wahrscheinlich nicht fündig werden. Ohne Scheiß Kaffee. Guten Morgen. Was ist hier überhaupt? Warum bist du so maulig, Alter? Guck mal, hast du einen Kaffee? Du hast gesagt, wenn ich mit dem Kaffee weg ist, alles gut. Alter. Jetzt hast du 4 Kaffee. Wulle. Oh Gott. Mann, das Gas war da 30 Sekunden alle. Ist da drauf geschissen, wie viel Wasser da jetzt drin ist. Es ist warm. Jetzt du sollst ja keine Kompanie verpflegen. Du sollst eine Tasse Kaffee machen. Hör auf zu jammern und sauf die Scheiße jetzt, Alter. Mit der Kamera wechselt. Du mit dem Löffel, ey. Dafür halte ich extra drauf. Soll ich mal eine schöne Nahaufnahme machen? Ah. Ah. Wo ist die Mühle? Ich soll dich nicht produzieren? Mhm. Ja, kurzer Zwischenstand. Wir sind jetzt hier gerade eine Kraut, also erstmal, Eggy ist jetzt gerade auf der Öffentliche und deswegen habe ich jetzt hier mal kurz Zeit, ein bisschen zu filmen. Hinter uns ist gerade so eine Krautkante, die sieht man jetzt leider nicht mehr. Da wollte gerade auf dem Oberflächenköder, auf dem Popper, wollte da gerade ein schöner großer Hecht draufgehen. Bisher ist draufgegangen, hat aber leider daneben gebissen. Sind so zu doof zum Rauben hier, die Fische. Aber gut, haben wir nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten angeangelt, aber er wollte leider nicht mehr. War ein Juter, also kam ordentlich großes Maul raus. Aber ansonsten ist das Wetter heute ein bisschen angenehmer als gestern. Man hat zwar Sonne, wie man sieht, aber es ist nicht so, dass wir jetzt hier weglaufen, also dass hier den ganzen Tag nur gebrutzelt wirst. Bis jetzt ist noch angenehm, nachher soll noch ein bisschen Unwetter kommen, angeblich, oder Gewitter. Das heißt ja heute halt Unwetter. Wir geben ja gleich eine Unwetterwarnung raus, wenn 3 Regentropfen fallen. Wollen wir hoffen, dass es so entspannt bleibt, wie es jetzt ist. Unser Plan ist, wir werden jetzt nochmal rüber auf die andere Seeseite fahren. Dort nochmal die Schilfkanten abfischen, schön mit der Drift. Und wenn wir damit fertig sind, werden wir rüber auf den anderen See. Und da nochmal unser Glück versuchen. Vielleicht zwischendurch mal das Boot leer machen. So, jetzt muss ich mal die Kameraperspektive umschalten, weil Eggy packt sich bestimmt auf die Fresse, wenn der wieder ins Boot kommt. Wo ist er denn, der Jute? Ja, da hinten. Man sieht ihn kaum. Der ist gut getan, der Mann. Obwohl der so dick ist, aber deswegen wahrscheinlich. Sieht er aus wie ein Baum. Wie so eine Baucheiche. Na, wird dit wat? Ich bin gespannt, mein Freund. Gestern ist er mit dem Fuß schön ins Wasser. Da musste ich leider ein bisschen schmunzeln, hat er sich tierisch aufgeregt, dass ich über ihn gelacht habe. Dann nachher bin ich eigentlich fast 3-mal nacheinander. 2-mal war ich mit demselben Fuß drin. Ich bin tierisch, dass du gelacht hast. Na klar, und dann hast du dich richtig kaputt gelacht, dass mir das passiert ist. Und wir haben zusammen gut gelacht. Nur, dass mein Fuß heute schon wieder trocken ist, obwohl ich den Schuh nicht ausgezogen habe. Eggy seiner ist nass. Oder ich ziehe nachher den Fuß aus und habe einen Schrumpelfuß. Das kann natürlich auch sein. Den Schuh aus. Ja, Mensch, mit 2 Stunden Schlaf die Nacht, da ist sowas mal. Warte mal. Entschuldigung, bitte. Oh nein, fuck. Fuck. Ja, was machst du denn da? Wo ist denn der hin? Hä? Wo ist das Bier jetzt hingekippt? Naja, alles im Boot. Na gut, Boot ist nicht so schlimm. Na doch, scheiße.
Alter, das ist voll mit Wasser. Ach, Angeltasche, alles. Angeltasche ist kacke. Naja, das steht hier alles hier unten. Ich wusste doch, irgendwas passiert. Gucken die an, jetzt putzt ihr. Jetzt putzt da das Schlauchboot. Oh, ich sollte mal auf meine Route hoch. Ah, die sind alle quatschen. Guck mal, ich kann filmen, rauchen, quatschen und nebenbei meine Route. Du kannst nicht mehr ins Boot einsteigen, ohne dass dir was passiert. Pass mal auf, und gleich denkt er, wir sind nur an Land und will hinten wieder absteigen. Flupp, weg ist er. Und er macht eine dumme Bewegung. Ich wird richtig feiern. Ich weiß, der Tag ist da gelaufen und Eggy will dann nach Hause, weil er ein Müschen ist, aber... Weil ich nass werde, oder was? Ja, wegen dem nassen Fuß, da hast du heute Morgen noch gejammert. Da sagt er nichts mehr, siehst du? Nee, du bist anstrengend manchmal. Das ist so, weißt du, wenn du mal denkst, du jetzt hast du mal ausnahmsweise deine super nette, liebe Frau nicht mit dabei, dann übernimmst du den Part. So einfach ist das, ich verstehe. Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Es muss ja an irgendjemandem liegen. Und da die dich volllappen, immer wechseln, kann es ja eigentlich nur an dir liegen. Weißt du? Da hätte ich an deiner Stelle einfach schon lange mal drüber nachgedacht. Ich bin halt zu weit für diese Welt. Was soll ich machen? Du bist zu breit für diese Welt, meinst du? Ja, das vielleicht auch. So, dann schmeißen wir jetzt mal den Motor an und dann fahren wir mal rüber, wa? Attacke! Ja, du machst nochmal. Eine schöne Rotfeder gerade eben. Wir haben hier so einen Schwarm große Graskarpfen. Die sind alle so um einen Meter, ein bisschen größer als einen Meter. Sechs Stück haben wir gesehen. Und ringsrum sind die ganzen Rotfedern und Plätzen. Und wir versuchen jetzt die Karpfen zu fangen. Mal schauen. Wir sind ja keine Karpfenangler, wir probieren jetzt einfach unser Glück. Genau, wir sind nur ganz dumme Raubfischangler. Aber da wir ja bis jetzt noch raubfischmäßig in diesem super genialen Gewässer immer noch kein Hecht haben, obwohl alles Idealbedingungen sind, abgesehen vom Wetter, haben wir jetzt gesagt, okay, wir probieren es mal auf Friedfisch, auf dem großen. Ja, weil wir die gesehen haben. Weil ich jetzt aber auch eine echt gute Idee finde, weil Friedfisch ist hier auf alle Fälle voll. Und dann kriegen wir vielleicht doch noch einen kleinen Fisch nach Hause, um unsere Familien zu versorgen. Einen kleinen. So einen Meter, 1,20 Meter Graskarpfen von 27 Kilo. Naja, da reicht ja einer für uns, vier. Na, schon wieder ein bisschen. Mann, ey. Ja, lass doch mal die Rute in der Hand. Ein fauler Typ. Das sind alles nur so eine Karenzmänner. Ich meine, wenn wir die alle mitnehmen, dann haben wir auch ein gutes Abendbrot. Ja, schön meliert. Klar haben Rotfedern und Plätzen und so viel Gräten, aber so schön meliert. Hätte ich da vielleicht sogar Lust drauf. Lass uns doch mal keschern. Dann machen Kescher. Dann sage ich aber jetzt Tschüss, ne? Erstmal. Ah ne, wir sollen ja nicht Tschüss sagen. Nicht Tschüss sagen. Ja, wir sind immer noch auf der Jagd nach den Graskarpfen. Wie gesagt, hier schwimmen so 6, 7 Meter, 1,20 Meter Modelle rum. Oh, meine Pose. Schlagartig weg, das ist ein Karpfen. Ach, ich hätte ihn erwarten müssen. Das war keine Rotfeder. Ah, fuck. Ah, da warst du leider auch so Adrenalin geladen. Ja. Aber bei dem Biss ist das normal. Ich krieg immer noch Adrenalin geladen. Mal lieber eine Käsestange rüber. Ja, wenn du weißt, wenn du tiefe Karenz mit herumschwimmen und dann hast du so eine Bisse, drei Stück nacheinander gleich, dann denkst du dir, okay, beim dritten Mal haust du an, dass der immer noch den geschluckt hat, der Lumpi. Ja, warten wir mal ab, was da jetzt noch passiert. Schon wieder ein Biss. Ja, das ist ein Rotfeder.
Die ist etwas kleiner. Das ist zaghaft. Weil man darf ja nicht vergessen, weil ich angeln hier mit einer 30 Gramm Pose. 30? Ja, so, das bin ich jetzt nicht falsch erzähle. Wurde noch 8 Gramm und nee, stimmt, insgesamt 30. 22 plus 8. Wo du noch 8 Gramm unten ranhängen kannst. Aber da hängt nichts dran. Dementsprechend ist die Pose extrem schwer unter Wasser zu kriegen. Und so wie die gerade abgegangen ist, war das auf jeden Fall was Größeres. Ja, dann quatsch nicht lange, sondern hol das Ding raus. Ja, jetzt hast du ja gesehen. Zippel wieder nur kleinen Scheiß. So lange? Gibt's noch Käsesticks? Frühstück. Wenn die nicht die Maiskörner schon abgepflückt haben. Prost! Prost, doch schön. Hey, aber nicht die Schwerter kreuzen. Ja, Freund, ich komm mal für die Danken. Was? Will dich nicht weinen sehen. So, weil ich noch nie so ein Elend gesehen hab, oder was? Wieso soll ich erstaunt sein, dass du Karpfenhaken hast? Weil ich kein Friedfischangler bin. Ach. Ich kann nur Barsch und Aal und Co. Jetzt könnte ich echt schieß sein, Adetag, kneif ich mir. Aber du hast noch keinen, oder was? Dafür hast du in der Zeit, die wir zusammen angeln, ganz schön wenig davon gefangen, wollte ich sagen. Sehr viel Friedfisch. Nee, alle Dude. Ich fange ja auch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich könnte fies sein. Also in der Zeit, wo wir zusammen angeln waren, habe ich Welse gefangen, ich habe Hechte gefangen. Und du durftest meinen Döbel rausholen und meine Angeln? Durfte. Scherzkeks. Wolltest das mal fies sein. Der hat gepennt, verstehst du? Eine Muschi ist, wie immer. Ist aber eine Rotfeder. Ne? Ey, live im Drill. Siehst du, auch wenn es nur Rotfedern oder Plötzen sind, aber wenigstens ja, haben wir ein bisschen Action auf der Kamera. Ich müsste doch mal meinen Kopf wegnehmen, damit eine schöne. Oh, die ist wirklich gut. Die kommt in Kescher. Eggy, zeig deinen kapitalen Fang. Warte, mach ihn erstmal sauber. Die ist ja ganz dreckig. Die ist gut. Haben zwar viele Gräten und Co., aber da wir ja bis jetzt noch nicht so viel gefangen haben, gibt es die heute abends geschuppt, meliert, schön kross gebraten. Er sagt, die schmecken. Also schmecken tun sie. Er hat nur ein bisschen mehr Gräten, aber wenn man sie richtig tranchiert und in der Größe, geht das auch mal. Schmecken tun sie richtig doll. Ich habe immer Angst, dass mir mein Telefon ins Wasser fällt, wa? Und da haben wir jetzt schon ein paar drin im Kescher, also so ist nicht. Ja. Man könnte auch schöne Fischschuppe draus machen. Auch sehr lecker, oder Fischpoletten. Ja, ist halt nicht so mein Ding. Ich bin der Räuchertyp. Aber Rotwieder geräuchert schmeckt bestimmt auch gut, oder? Ja, und ich denke, dass du nach dem Räuchern, wenn du sie warm räucherst, auch die meisten Gräten mitessen kannst. Ja. Gut, na, dann gucken wir mal, was hier noch passiert. Ich weiß nicht, wie lange wollen wir noch machen? Auf Köderfisch? Wie wir Lust haben. Gut, das hört sich gut an. Ich bin gerade schön relaxed. Wasser ist schön, Wetter ist wieder der Hammer. Man, zwischendurch hat man mal einen Fisch. Man hat die Möglichkeit, was richtig Großes zu fangen. Wir haben was zu essen. Also. Ja, also eigentlich muss man sagen, wir sind natürlich angefixt jetzt. Wenn du so große Fische vor dir rumschwimmen siehst, das sind so Fische, die fangen andere in ihrem Leben einmal. Ich habe bis jetzt immer nur davon gehört. Ich habe ja sowas noch nie gesehen und ich habe den Freund zum ersten Mal gesehen und musste René gleich irgendwie sagen, hier, guck mal, guck mal, guck mal. Ich dachte, es ist ein Vater von Morgana, so groß wie die waren. Das ist. Und dann vor allen Dingen ein ganzer Schwarm davon, ne? Also, das ist schon mal was Besonderes. Und wenn man die Chance hat, sowas zu kriegen, ne, dann nutzt man die natürlich auch. Auch wenn man ein Raubfischangler ist. Scheiß egal, ja. Dann wird man immer zum Ansitzangler. Außerdem, ja, zum Karpfenangler.
Außerdem, muss ich ja ganz ehrlich sein, fühle ich mich ja sowieso das ganze Wochenende schon so. Wenn man hier mal in das Boot guckt, sind wir eigentlich schon die klassischen Karpfenangler. Wir haben unsere Kühlbox bei, wir haben unsere Stühle bei, wir haben eigentlich alles bei. Ja, und meine Frau würde sich über einen schönen Karpfenblau natürlich auch freuen, ne? Schöne Butterkartoffel dazu. Ah, schaffst du es aber auch immer wieder in dieses Kraut da reinzuschmeißen. Es ist, ja, das nur, ist, mein... ist nur so ein kleiner Zipfel, so ein Dreieck, wo er immer reinschmeißt, das ist vielleicht 40 mal 40 mal 40. Gleich hängt ihr Dreieck und Zentimeter. Dann, Zentimeter. Zentimeter, ja. Und da landet der immer wieder drin, Alter. Zu geil. Aber gut, ich soll jetzt mal drüber nachdenken, deine Sitzposition zu ändern oder einfach aus dem Stehen auswerfen. Dann klappt das auch mit dem Freiwasser. Wollte ich, aber ich wollte nicht so viel Bewegung auf dem Boot. Das ist auch wieder richtig. Na gut, dann gucken wir mal, was hier noch geht, würde ich sagen. Hast du gerade ein Video? Naja. Naja, schöne Rotfeder, oder? Schönes Ding. Ja, was soll, ich dazu sagen? Warum drehst du das Boot falsch rum? Das Boot ist falsch rum, wir haben einen riesen Salzkescher an der Seite dran. Ja, du, das Boot ist nicht falsch rum, du sitzt verkehrt rum. Alles ist voll mit Seegras und der Bengel macht Videos. Also eigentlich wollte ich nur erzählen, ich mach die alle für deine Frau. Du hast gesagt, deine Frau will unbedingt ein geiles Video. So, und jetzt verlassen wir unseren geilen, fangreichen Spot hier, auch ohne Karpfen, und machen weiter mit dem, was wir eigentlich vorhatten, nämlich Spinnfischen. Oder auch Crankbait oder Jugbait fischen oder Popper fischen, wie auch immer die ganze Scheiße heißt. Hauptsache, wir fangen endlich mal einen ordentlichen Raubfisch. Oh, Fried ist gerade jetzt viel zu langweilig, viel zu einfach. Sag das mal normal, Eggy, was ist mit deiner Hand? Nein, du bist nicht. Sag mal lauter, die Kamera hat es nicht gehört. Also, falls ihr das nicht verstanden habt, er hat gesagt, mein Mückenstich schwillt ein bisschen an und die Sonne und der Wind tun sein Restliches. Jetzt heißt es chillen hier, ein bisschen Sonne. Langsam rüber auf den anderen See tuckern. Ich mache gleich wieder mein T-Shirt an. Also. Wieder eine schöne Rotfeder, aber diesmal auf Wobbler. Hatte ich auch noch nicht. Aua, und das Mistvieh hat wirklich alle drei Haken komplett drin, wa? Tja. Was machst du drei Haken dran? Dir fehlt die komplette Maul. Wie kriegen wir das jetzt raus? Das ist ja komisch, das Vieh. Die hat mal innen den Maul ausgerissen. Deswegen hat die auch den Drilling komplett drin gekriegt. Warte, ich zeig dir gleich mal das Maul. Ja, ich seh's schon. Ist ja schon in der Schädeldecke drin und nicht mehr in der Lippe. Da, das sieht krass aus, oder? Ja. Aber trotzdem, schöne Rotfeder. Und das noch auf dem Wobbler. Tschüss. Ha, top. Ja, Leute, so sieht's aus. Leider in unserer letzten Angelstunde fing es jetzt hier auch gerade noch an zu gewittern und zu regnen, sodass wir vom See runter mussten. Jetzt haben wir gesagt, okay, oh hier, scheiß rote Ameise. Oh. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt nochmal raus. Das Gewitter ist jetzt gerade über uns drüber vorbeigezogen. Da hinten blitzt und donnert es noch ein bisschen, aber hier nieselt es nur noch. Ich denke, das kann man wagen. Scheiß auf Carbonrouten. Das ist halt überbewertet. Und jetzt machen wir hier noch ein paar Würfchen und dann hauen wir, denke ich mal, so spätestens in einer Stunde ab. Also allerspätestens um 5 Uhr sind wir hier runter vom Wasser. Juti,
Den lassen wir uns nochmal von uns hören, wenn wir hier fertig sind. Und dann gucken wir mal, ob noch was gegangen ist oder nicht. Ansonsten war ein schönes Wochenende, würde ich sagen. Eggy hat Schnauze voll, der will nach Hause, deswegen redet der nicht mehr. Hey, war schon schön. Ja, ich habe zum Teil Schnauze voll, so langsam. Die Sonne hat mich echt fertig gemacht, sozusagen. Und morgen ist ja auch für mich wieder Arbeiten angesagt. Und da will man ja, muss ja alles noch weggeräumt werden, sauber gemacht werden. Und ihr, naja, die Angler wissen ja, was das alles noch für ein langes Nachspiel hat, nach so einem Angelwochenende. Aber natürlich ist der See jetzt komplett, der vorhin überfüllt war und nur Boote und Kinder und badende Menschen und Schwimmnudeln und was nicht alles hier los war. Und jetzt haben wir den kompletten See einfach mal für uns. Das ist natürlich mega. Das ist eine Atmosphäre und eine Stimmung, die ist unschlagbar. Da müsste ich eigentlich die Fresse halten, um das zu genießen. Ne? Aber man muss es ja auch mal erzählen kurz, bevor man spielt. Und so haben wir auch mal eine Angelszene in unseren Angelvideos, oder? Eine Regenszene in unseren Angelvideos. Entschuldigung. Ja, er hat auch ein bisschen viel Sonne abgekriegt, er weiß es nur nicht. Viel Sonne ist nicht das Problem. Ich glaube, die 2 Stunden Schlaf, mit denen ich hier das ganze Wochenende hingekommen bin, die sind das Problem. Aber dafür finde ich, sieht nur ganz frisch aus, oder? Ja, nach außen stellt er sich ganz gut da, ja. Und nach innen? Nach innen ist er zwischendurch immer mal wieder weg für ein paar Sekunden. Ach, für ein paar Sekunden, ist okay. Solange ich wie ins Wasser falle und dann 2 Sekunden, 3 Sekunden weg bin, ist halt in Ordnung. Noch nicht. Was machst du denn da? Hör mal auf damit. So, leider hat auch das schönste Wochenende mal ein Ende. Wir haben jetzt das Boot zusammengepackt, alles verladen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Warte mal, sind wir hier richtig? Ja, du hast ja nicht aufgepasst. Wir haben jetzt unten Navi angemacht. Und 700 Meter müssen wir umdrehen, dann drehen wir auch lieber hier um. Jo, drehen wir lieber hier um. Wo war ich stehen geblieben? Also, hat Spaß gemacht, hat leider nicht viel Fisch gebracht, aber wir wissen, wo wir das nächste Mal hinfahren. Da fangen wir auf jeden Fall den Meterkarpfen. Nur ein? Also 7 Stück haben wir gesehen, die schwimmen da auf jeden Fall rum. Wenn die bis nächstes Mal noch da sind, holen wir uns die. Also mindestens einen davon. Oder einen halben. Wo, was ist denn jetzt los? Ja, deine Kamera schon wieder. Also. Und wir gehen nicht nach Hause, bevor wir einen davon haben. Und wenn wir hier 2 Wochen sitzen, ist mir dann auch egal. Die Zeit nehmen wir uns. Ich gehe zwar zwischendurch arbeiten, aber ansonsten komme ich wieder. Das Leben ist viel zu schade, um mit Arbeit zu verbringen. Was möchte ich gesagt sein? Kommt drauf an, welche Arbeit und welche Arbeitskollegen ihr habt. Dann kann es nämlich genauso schön sein. Ist ja, Urlaub ist immer schön. Manche haben auch richtig tolle Chefs. So, super Typen. So. Ich kenne keinen. Dazu muss man sagen, ich arbeite bei ihm. Ja, nee, von mir auch. War schön, war toll. Er hat schon gesagt, wenig Fisch, aber tolles Wetter, tolle Stellen. Alles, was wir geplant haben, hat halbwegs sauber funktioniert. Wir sind wieder eine Erfahrung reicher. Nee, komm nicht vor, sei Grundspanne. Grundspanne. Ja. Scheiße, du bist doch voll in die falsche Richtung gefahren. Aber ist egal. Ja, du solltest was ansagen. Naja, du warst doch auf der richtigen Strecke. Wo du umgedreht bist, waren wir eigentlich richtig. Du hast nichts gesagt. Ich war nur verunsichert. Das war halt der Navi. Ich hab dir ja nicht aus, das ist dein Dorf. Dein Navi? Das muss man dazu sagen. Dein Navi ist sowieso das Schärfste. Google Maps sucht dir eine Route raus, die dauert 40 Minuten. Sein Navi schickt dich irgendwie ins andere Route, die dauert eine Stunde, mindestens. Das war aber nur, weil das Update seit 2013 nicht mehr gemacht wurde. Und das ist immer noch nicht gemacht, ja, seit wann bitte? Alles mit einem Schwung mit der Handyhalterung, Ding. Nicht mal nicht schlecht. Ja, das, die Handyhalterung, bis die ersetzt wurde, waren 3 neue Telefone schon am Start. Ja, deswegen habe ich ja gewartet. Aber alle gut, man muss ja auch nicht immer alle. Man muss ja auch nicht immer alles neu haben. Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Petri Heil, every time tight lines, wa? Und dann bis zum nächsten Angelvideo. Und denkt dran, immer schön in die Kommentare schreiben, wie unser neuer Teamname sein soll. Also Katapulla fällt schon mal aus. Der war nicht gut.